Das Ehepaar, das du hier siehst, hat nicht traditionell geheiratet, sondern mit der Ehe zur linken Hand. Damals war eine Ehe schon gültig, wenn der Bräutigam die Hand der Braut hielt und seine rechte Hand zum Treueschwur erhob. Wie Herr Arnolfini auf dem Gemälde. Da brauchte es kein schönes weißes Kleid oder großes Glockengeläut. Und warum gab es keine traditionelle Hochzeit? Sie waren nicht aus dem gleichen Stand. Damals durften sich eigentlich nur Adlige oder Arbeiter untereinander vermählen. Ein adliges Mädchen hätte nie einen Handwerker heiraten dürfen oder umgekehrt. Das ist heute zum Glück anders. Aber immerhin ist das Zimmer reich ausgestattet. Also einer von beiden muss sehr reich gewesen sein. Aber was macht denn ein Hund bei einer Hochzeit? Im gesamten Bild sind Symbole versteckt. Der Hund ist eines davon. Weil er so folgsam ist, steht er für die eheliche Treue. Auch der gewölbte Bauch der Frau ist nur ein Symbol. Er ist ein Zeichen dafür, dass es bald Kinder geben soll. Meist steht die Unterschrift des Malers in einer der unteren Bildecken. Aber hier befindet sie sich über dem Spiegel an der Wand. Jan van Eyck hat auch nicht bloß seinen Namen aufgeschrieben, sondern einen Satz. Jan van Eyck war hier. Das ist ein Hinweis, dass auch der Maler selbst bei der Eheschließung dabei gewesen sein muss. Und wenn man ganz genau in den Spiegel guckt, sieht man da sogar zwei Menschen, die sich spiegeln.